Instruktionen. 47 Jahre oder leitet hier, muss man ja sagen, seinen 129. Nummer 1 der Welt. Und der hier will das ändern, Alexander Povetkin. Angesetzt. Wie geht's hier los? Abwartend oder doch gleich mit ein bisschen mehr Power? Etwas zu erreichen, weiterzuschlagen. Klitschko will dann halten. Und da braucht Povetkin eine gute Taktik, gute Schläge und vielleicht eben die Versuch zum Körper. Das ist eine gute Idee von Povetkin. Zum Körper treffen, dann zum Kopf hinterher nachziehen. Ja, auch der Versuch mit der Überfallartig in der ersten Runde gut. Gut, die Führhand. Ja, da ist sie. Der gute Jab von Klitschko. Schön wieder die Führhand. Wieder überfallartig die rechte, dann die linke hinterher. Gute Aktion vom Herausforderer Sascha Povetkin. Da muss er sich bewegen, da muss er weggehen. Und die Antwort folgt sofort. In den letzten Sekunden wieder die linke. Stärker Treffer von Klitschko. Aber nur zu Boden geschubst, da wird er nicht angezählt. Sehr viel wird investieren müssen. Hier, die wir da gesehen haben, ist das dann Runterdrücken von Klitschko, also halten, oder ist das Abducken von Povetkin? Da wird Luis Pabon eben auch entscheiden, ob es dafür eine Ermahnung gibt oder vielleicht im Spiel. Ja, wild. Wieder, wie man ihn selten sieht. Ja, dreht sich weg und hat dann gewonnen. Macht sich immer ganz tief Povetkin und dann taucht er auf. Das ist auch so eine... Ups. Guter linker Haken an die Schläfen. Und da muss Povetkin zu Boden in dieser zweiten Runde. Wenn man hier einmal einen Augenblick... Der linke Haken. Stacey McKinley an die Adresse von Povetkin. Die Kontrolle übers Bein verloren, musste kurz zu Boden. Er wirkt wieder klar. Wie ein Boxer denken muss in so einer Situation. Und nebenher darf man eben auch das Fighten nicht vergessen. Aber das tut er. Koffel haben wir aufs Brustbein. Dann ist auch der Weg für die Rechte nicht zu weit. Dann kann ich was probieren. Für den Außenseiter. Mit wilder Entschlossenheit geht er da nach vorne. Bisschen Abdruck, da sieht man es, der Weg für die Rechte von Klitschko so lang, dann schlägt er sie gar nicht mehr, dann ganz zaghaft nach vorne. Also das war schon mal die richtige Taktik, um die Rechte zu vermeiden. Jetzt fehlt noch die Idee. Aber am Montag beginnt hier ein Tennisturnier und da ist er an der Hälfte der Arena. Der eine, der andere nimmt das dankend an, dreht sich weg. Ja, ja, da. Und man sieht, wie schwer das ist mit diesen langen Armen, die ihm der Wladimir Klitschko da immer so entgegenstellen. Solange die Arme frei sind, also solange man theoretisch schlagen könnte. Nimmt Maß für die Rechte. Sekunden. Ja, nochmal durchgekommen zu schlagen, zumindest nicht mit dem ersten Schlag. Immer über den Körper ran an den Mann. Hier mal die Rechte gut gemacht. Der fightet noch. Der ist noch lange nicht am Boden. Wenn ich 11 Runden verloren habe, werde ich in der 12. nochmal alles geben. Soweit ist es noch nicht. 11 Runden hat er noch nicht verloren. So könnte das sein. Aber er muss jetzt nicht mitrechnen. Klitschko fällt da mit der rechten hinterher. Er konnte nicht weg, weil da Luis Pabon ein bisschen im Ring stand. Hat sich trotzdem Povetkin gefährlich machen und auch gefährlich bleiben lassen. Und immer wieder diese Szene. Wenn er dann auch offen ist. Und das sind die Momente, auf die Povetkin natürlich wartet. Von ihm ab, nur links. Entweder der Haken oder
Der Jab mal wieder. Dann steht, wenn Povetkin weiß, so komme ich ja nicht ran, ich muss irgendwas tun, wird es immer schwerer, weil der Weg immer länger wird. Gegen Marco Huck, dass er da ein bisschen parteiisch war. Eine Schwellung. Das wird ihn behindern. Problematisch ist es dann. Zehner bei Klitschko und viele Neuner und ein Achter bei Povetkin. So viel kann ich Ihnen verraten. Wieder Punkt durch der Ted Gimser aus den USA, den Feldman und Philipp Verbeke aus Belgien. Können Sie gebrauchen? Bei Klitschko vergisst die Rechte, arbeitet nur mit der Linken, boxt ihn aus. Oh, links, rechts, guter Treffer. Und ein bisschen geschubst, was er zu Boden geschubst worden am Ende. Die Schlagwirkung war natürlich vorher da, zumindest die Treffer. Etwas ruhiger. Und die Rechte nochmal. Oh, oh, da war er kurz davor, nochmal zu Boden zu gehen. Aber er versucht, sich auf den Beinen zu halten. Klitschko schlägt nochmal die Linke und versucht, ihn herbeizuführen. Er trifft ihn und Povetkin nochmal am Boden zum zweiten Mal in dieser... Er ist dran geblieben, hat nicht locker gelassen. Wladimir Klitschko kann sich nicht darauf verlassen, dass der nächste Niederschlag reichen würde. Die Linke war wieder drin. Povetkin kann sich nicht verteidigen. Versucht. Und Klitschko nimmt Maß. Und die Reflexe sind weg bei Povetkin. Was macht Pabon? Er zählt ihn an. Er hatte schon gedacht, er nimmt ihn vielleicht raus. Für Povetkin. Die maximale Negativscore, die man da sozusagen erreichen kann. Luis Pabon mehr zeigen könnte, vielleicht mehr zeigen muss. Und jetzt steht er immer da, ohne zu schlagen. Also denkt sich Klitschko, dann schlag ich halt. Und dann macht Verhältnisse momentan bis zu diesem Zeitpunkt. Verteidigung in dieser Regentschaft. 24. WM-Kampf. Muss mehr tun, Povetkin, wenn er hier noch eine Chance haben will. Der wackelt, der will unbedingt noch weitermachen, aber dem einen oder anderen Boxer ja ausreichend sein. Wieder die Linke. Und das ist das Problem. Hoppala. Hoppala, weggerutscht und schon stolperte Klitschko oder wurde er getroffen. Da war ein Treffer oben an der Schläfe gerade. Sich ab und zu da vorne auf die Füßchen und dann ist es natürlich schwer wegzukommen. Eder die Führhand. Und dann ist die Distanz auf einmal schon wieder zu kurz und dann noch einen Schlag ins Ziel zu bringen. Wieder liegen. Aber da ist schon einiges an Pudding in den Beinen. Das war Abzug. Das kann man machen. Das kann man machen. Punkt abzuziehen, so wie es Luis Pabon. Wladimir Klitschko ist Super Champion der WBA. Aber auch alle anderen Weltmeister, auch bei der WBA, bei der World Boxing Association. Nicht mehr den, sondern nur noch Klitschko oder nur noch Povetkin, je nachdem. Nochmal ein Treffer zum Ende. Das wäre Shake Hands vor dieser 12. Runde. Gelöst am Handschuh von Alexander Povetkin. Da wird es gleich eine kleine Verschnaufpause. Was wird Klitschko hier noch investieren? Was wird er versuchen? Er sollte Mayweather Junior, den besten Boxer der Welt, für die Eingesetzt. Wladimir Klitschko erhält 75% davon. Und Povetkin darf sich mit. Das reicht für den einen oder anderen Eisbeutel. Naja, wieder ein bisschen. Als Klitschko sich ein bisschen wegdrehte. Und das zeigt einmal, wer landet den letzten Treffer. Povetkin probiert es nochmal. Griff zum Körper. Kampf ist aus. Gewonnen haben. Aber was für eine beherzte Leistung. Ansetzen soll. Linkes Auge, rechtes Auge. Aber der hat gefightet.
Das sah nicht gut aus. Gleich zu Beginn hat der gefightet. Auch unter den Augen von Nikolai auf den Punktrichterzetteln lesen kann. Also richtig deutlich, da war nur der Punktabzug gegen Klitschko. Ansonsten jede Runde hat er gewonnen. Er nähert sich da den ganz großen Namen. Er ist der